könnten eigentlich so ein schönes Panorama machen hier mit so schönen Sonne und Sonnenuntergang und die Sonne weg hinter der Wolke. Ja, guck, da. Scheiße. Wollten euch mal die Idylle zeigen hier, ne? Die Idylle der alten Leute. Alte Männer. Ich glaube, ich bin ein alter Mann. nee, ich glaube nicht. Ich fühle mich auf jeden Fall manchen Tagen richtig scheiß alt und an manchen Tagen fühle ich mich wie so ein junger Spund. Aber ich glaube, das geht den Menschen wie den Leuten, ne? Manchmal scheiße, manchmal gut. Jetzt sitzen wir auf jeden Fall hier wie die alten Leute. Auf dem Land, auf dem Dorf. Schönen, idyllischen Dorf. Wenn die Zirken grillen und genießen den Abend, ne? Haben uns ja schön den Bauch vollgeschlagen mit industriell hergestellten Schweinefraß. Nee, war auch vernünftig. Ja, und ich habe heute mit meiner lieben Frau, die neben mir sitzt und mich filmt hier, darüber sinniert, wie ihr sicherlich mitbekommen habt, also die regelmäßig gucken, die neue sind, ich habe hier so einen Cut, so über der Stirn irgendwo, ich weiß ja nicht, wo das ist, kein Schorf drauf, ich fühle das nicht. Zeig mal mit dem Finger drauf, wo der ist. Da, ja. Mhm. Und dann sagte meine Frau heute, ja, und ist ja schon gut verheilt. Und ich habe so gesagt, ist doch scheißegal, ob das gut verheilt oder nicht. Und naja, bleibt bestimmt eine Narbe ein bisschen und so. Ich habe gesagt, na und, ich bin ein alter Sack. Wen interessiert denn das, ob da eine Narbe ist oder nicht? Interessiert doch keinen Menschen. Ab 40 ist es doch scheißegal, ob du eine Narbe in der Fresse hast oder nicht, möchte ich mal behaupten. Früher da haben sie sich so ja mit Absicht Narben in der Fresse peitschen lassen bei den Burschenschaften. Da haben sie sich damit mit ihren Schwertern so duelliert und dann haben die sich das Ding in der Fresse gehauen, wie die Bekloppten. Wisst ihr? Bis die blutet hat. Den Schliss haben sie sich da weggeholt. So heißt es tatsächlich. Ich habe doch einen Film darüber. Der Untertan. Was für eine olle Triefnase das gewesen ist. Was für ein Pfeifmeini, ey. Unglaublich. Untertänigst. Um überall anzukommen, hat er sich das Ding in der Fresse hauen lassen. Unglaublich. Naja. Bei mir kann man manchmal, wenn du manche Körperstellen siehst, da kannst du ja nicht unterscheiden. Ist das Narbe oder ist das alt oder ist das Falte? Ist das Sack? Ist das Bein? Also, da siehst du schon bald ja keinen Unterschied. Das ist alles so ein fließender Übergang von alten, faltigen Hautmaterial, weißt du? Naja. Manche Leute, die sehen ja, wenn sie alt sind, noch relativ knackig aus, ne? Also wenn sie, war mal eine Sauna, da war so eine alte Frau. Wenn die so rinkam und du hast bloß so nach unten gestarrt, wenn man macht ja mal so eine Sauna, ne? Man guckt ja keinen an und man guckt nur so aus dem Augenwinkel immer hoch und runter, dass die so vorbei, ne? Und dann so, Und die sah aus, dachte ich erst, na, ist so mein Alter vielleicht, ne? Und dann, war irgendein Geräusch und irgendwo, ich geguckt, so zufällig hoch und habe ich denn so gesehen, so Körper aufwärts, ne, wo denn die Birne drauf ist, ne? Das war eine alte Frau. Ich dachte, Mann, die war bestimmt schon weit über 70 oder so. Die hat dann noch einen richtig jungen Körper und so, wisst ihr, ich daneben, Junge, ich hab dann erstmal mein Schwabbelat angeguckt, ne, und dachte so, alter Verwalter, Junge, krass. Dagegen habe ich ja schon 3 Kinder gekriegt, Junge, mein lieber Schwan. Naja. Aber ist egal, man soll ja in Würde altern und das machen wir, indem wir hier alternd uns den Arsch voll krachen mit Fressalien und uns dann, wie wir halt sind, uns den Sonnenuntergang angucken. Viele machen es ja mit, die werden ja dann richtig alt und fangen dann an, abends ihren Rotwein zu saufen, literweise, oder Bier nicht in Flaschenformat, sondern schon in Kistenformat, ne? Aber das sparen wir uns. Das möchte ich nicht. Ich möchte nicht besoffen alt werden. So. Und das als Genuss tarnen oder sowas. Nee. Das haben wir nicht nötig, ne? So ein Wrack möchte ich nie werden. Gut. Na, dann genießt ihr mal auch den Sonnenuntergang und ich wünsche euch was. Tschüss!